Willkommen zum Überblick CFA Level 1 Understanding Balance Sheets. Was haben wir hier, was Sie unbedingt lernen müssen? Wir reden im Reading Understanding Balance Sheets über Components der Bilanz, über Komponenten also und über die Analyse, die Analysis. Diskutieren wir zunächst die Komponenten und zwar auf der einen Seite die Vermögenswerte, die Assets, dann auf der anderen die Liabilities und das Equity. Und zwar geht es zunächst natürlich darum, wann reden wir überhaupt von Assets? Wir sagen hier die Definition derselben. Na, die sehen wir hier sehr schön. Dann natürlich aber insbesondere die Einteilung. Die Einteilung also in Non-Current Assets und in Current Assets. Bei den Non-Current Assets haben wir Investment Property, Intangible Assets, dann natürlich den Firmenwert, den Goodwill und hier die Financial Assets. Und dann insbesondere diskutieren wir Measurement, die Bewertung also at Fair Value oder at Cost or Amortized Costs. Insbesondere müssen Sie immer auch die Definition dabei können und drauf haben für Ihr CFA Level 1 Exam. Deshalb habe ich da die Definition immer schön dabei geschrieben. Nach den Non-Current Assets auch die Current Assets. Und zwar hier Inventory. Insbesondere also beim Vorratsvermögen natürlich die Unterteilung, wie gehen wir nach IFRS damit um und wie gehen wir nach US GAAP damit um. Ja, was sind die Gemeinsamkeiten, was sind die Unterschiede? All das müssen Sie drauf haben. Dann Forderungen, Trade Receivables, die Marketable Securities und natürlich Cash und Cash Equivalents. Ja, also diese Positionen alle halt wissen, das ist für die linke Seite, das sind für die Assets. Dann die Liabilities. Auf der rechten Seite also, die Definition, ne? Dann natürlich die Einteilung in Current Liabilities und Non-Current Liabilities, was es da so gibt und insbesondere dann halt die ganzen Details, all das in anderen Lektionen. Schließlich natürlich das Eigenkapital, Equity, und zwar zum einen die Komponenten des Eigenkapitals, Capital Contributed, also das gezeichnete Kapital, und so weiter und so weiter. Und aber natürlich auch Statement of Changes in Equity. Also hier, das sind die Komponenten, die Sie dort drauf haben müssen. Das waren also hier die Komponenten der Bilanz, der Balance Sheet. Gehen wir dann zur Analyse des Ganzen. Insbesondere nach Common Size Analysis die Balance Sheet Ratios. Insbesondere also hier die Kennzahlen, die man da so drauf haben muss. Die Liquidity Ratios und die Solvency Ratios. Ich habe Ihnen die einzelnen relevanten nach CFA Institute, die einzelnen relevanten dabei geschrieben und insbesondere dann auch, was es aussagen soll, Ability to meet current liabilities hier bei den Liquidity Ratios und so weiter und so weiter. Das sind also all die relevanten Sachen hier bei Understanding Balance Sheets. Ja, viel Spaß beim Lernen bis dahin.